First of all, I'd like to welcome everyone who's joined us. Ersten möchte ich gerne alle willkommen heißen, die uns heute beiwohnen. Ich weiß nicht, ob sie in unserer Diskussion teilnehmen, das ist aber auch nicht Teil des Programms. Also erstmal die Formalitäten. Vielen danken wir. Vielleicht kann man hinterher gerne sehen. Helle Panke, das ist eine Stiftung in Deutschland. Foundation, which is also part of the die Rosa-Luxemburg-Stiftung. This has been going on for a long time. Sie finanzieren diese Serie, diese Reihe an Vorträgen, die schon seit langer Zeit anhält. Und der Titel ist Ökonomie jenseits der schwäbischen Hausfrau. Es war eine Live-Reihe an Sprechern. Online. Hillary ist gerade in Frankreich, David ist in Liverpool und aufgrund der Umstände sind wir diesmal online. Wir haben Lea, die heute die Verdolmetschung macht. Wir danken ihr immens, da es sehr harte Arbeit ist. Unsere Gäste sind heute Hillary Wainwright und wir haben nur anderthalb Stunden, jetzt schon etwas weniger. Und, um über sie zu reden, bräuchte ich genau diese Zeit mindestens. Also ihr könnt sie über Wikipedia nachschlagen. Was ich gerne über sie sagen würde, ist, dass sie einer dieser Menschen ist, die man eine Institution nennen könnte. Sie hat meine Gedanken begleitet mit ihrem Input. Ich weiß nicht, ob andere Menschen auch diesen Eindruck haben. In the course of time, you think you're the part of the family. You know what they're thinking. Aber mittlerweile bist du für mich auch Teil der Familie dieser. Hillary ist das für mich gewesen und ich glaube auch für viele andere Menschen. Und wir haben David White. David White ist ein Professor für soziorechtliche Studien an der Universität von Liverpool. Ich habe David entdeckt, weil er ein brillantes Buch geschrieben hat über Korruption. Ein Feld, in dem ich mich oft beschäftigt habe. Und in Deutschland gibt es keine guten Bücher über Korruption. Und auf einmal gab es dort eins. Und ich war sehr froh, dass es diese Art Denken an Universitäten jetzt gab. Das erwartet man in Deutschland nicht. Aber er ist jetzt auch weiter als das. Er hat mehr gemacht. Das hat er schon mehrfach in dem Zeitraum. Und die Inspiration für diesen Abend ist sein neuestes Buch. Der Name ist Ecocide. Kill the Corporations. Before it kills us. Also zerschlagt die Konzerne, bevor sie uns töten. Herausgegeben von der Manchester University Press. Wir haben uns auch schon bewährt. Es ist ein wundervolles Buch. Wenn Sie das nachlesen wollen, sehen Sie das auch auf unserer Website. Mein Name ist Matthew Rose. Ich bin von Brave New Europe, einer Website www.bravenewEurope in einem Wort.com. Was wir machen, wir gehen die aktuellen Probleme an, die in Europa in einem progressiven, aber ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir sehen uns nicht nur die Wirtschaft an, wir sehen uns nicht nur die Politik an, wir haben einen ganzheitlichen versuchen ein ganzheitliches Bild zu schaffen, was auch ein interessanter Prozess ist mit unseren Autoren. Als wir anfingen, hatten wir wiederholt, was über 3 Jahre her ist. Ihr könnt nicht den Klimawandel auslassen. In jeder Analyse, den ihr macht, müsst ihr ihn einbeziehen, was niemand wirklich ernst nahm. Und mittlerweile, sind wir dort angekommen. Also, geht jetzt dazu, was wir heute Abend machen werden. Ich würde gerne mit einem Tweet anfangen, den ich auf Twitter heute gesehen habe, über Davids Buch. Er schrieb, erfrischend zu einer Analyse zu lesen, die Mikrokonsumerismus, Bambus, Zahnbürsten und derlei nicht vorschlägt als eine Lösung für den Klimawandel, den Klimakollaps. Wir sind der Meinung, wir sind weitaus weiter. Und warum wir dieses Programm heute Abend haben, wir glauben nicht daran, dass das Geld von den Reichen nach unten trippeln wird,
going to benefit us all. It's rubbish. Diese Vorstellung ist Müll. Das müssen wir nicht mal näher beleuchten. Aber wir müssen. Wir denken tatsächlich, wir glauben daran, dass Ideen auf diese Art weitergegeben können. Es gibt immer diese Pioniere, wie man sie nennt, die Ideen entwickeln. Und dann versuchen wir, diese Ideen zu transportieren. Sie machen dasselbe. Sie schreiben Bücher, sie schreiben Artikel. Und sie nehmen teil an Webinaren. Und so kommt es auch an anderen Gesellschaftsschichten an. Ich erinnere mich selbst, in einer Reihe von Events zu sein, vor Corona, wo man reingegangen ist und sagte, Klimawandel bedeutet Systemwandel. Ich meine, den Klimawandel aufzuhalten braucht Systemwandel. Was bedeutet, dass wir etwas eher wirklich Ernsthaftes und Großes machen müssen mit dem Kapitalismus? Und sobald dieses Wort fiel, Kapitalismus, sind alle in Deutschland zumindest sehr blass geworden. Und es ist kein Thema, über das wir geredet würden. In der Zwischenzeit, ich glaube, das hängt stark mit Corona zusammen, denken Menschen neu nach und bemerken, ich meine, wir reden von 10-20%, denken so. Aber wir haben viele Progressive, die sagen, genug ist genug. Wir kommen hier nicht raus, wenn wir nicht was mit gegen Kapitalismus machen. Wir werden die Ungleichheiten nicht loswerden und wir werden sicherlich auch nicht den Klimawandel aufhalten. Und das nimmt Fahrt auf. Und das ist genau die Diskussion, die wir heute Nacht anregen wollen. Und ich, wie ich sagte, Davids Buch wirft genau diese Frage auf. Kann man Klimawandel aufhalten und trotzdem noch diesen Konzernkapitalismus haben? Oder ist das überhaupt nicht möglich? Und hier übergebe ich das Wort an dich, Dave. Vielen Dank, Matthew. Und ja, ich würde gern sagen, danke, Lea. Nee, danke schön. Danke sehr an Helle Panke und an die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und insbesondere vielen Dank für alles, was Sie gemacht haben, um diese radikalen Ideen über Wirtschaft zu verbreiten, gerade in Brave New Europe. Und danke, dass ihr mir erlaubt, meine Beispiele aus dem Buch hier nochmal darzulegen. Ach, ich bin den ganzen Tag bei Zoom und viele Menschen kommen vermutlich direkt nach der Homearbeit nach Hause, schauen die ganze Zeit auf diesen zweidimensionalen Bildschirm. Also bin ich sehr dankbar, dass ihr trotzdem alle gekommen seid. Wir versuchen es so greifbar wie möglich zu machen. Ich habe nicht geplant, das zu sagen, aber ich würde erst mal was über den Tweet sagen, den Matthew erwähnt hat. Denn etwas, ich bin für gewöhnlich nicht so vorsichtig oder nicht so aufmerksam mit den sozialen Medien, die ich nutze, oder den Tweet, den er vorlas. Ich merkte, dass es in meiner Timeline auftauchte und ich merkte, dass es ein Like gab von einer Firma mit dem Namen JB Wipes. Und JB Wipes macht keine Bambus-Zahnbürsten, aber sie machen Bambus-Toilettenpapier. Die Ironie der Sache war also, dieser Tweet, der sagt, dass das keine Lösung ist, wurde von einem der größten Hersteller von Bambus-Toilettenpapier retweetet, was ein bizarrer Zirkel ist. Okay, das ist ziemlich witzig und ich glaube nicht, dass das ein Bot war. Und selbst wenn, wäre es doch sehr spannend, wenn wir so weit gekommen sind, dass auch die Bots sich dafür nicht mehr interessieren, was sie da liken. Aber ich glaube, da gibt es zwar eine interessante kreisartige Verbindung, die ich ansprechen möchte, während wir in die Diskussion kommen. Das erste wäre eine wirklich unglaubliche Geschichte, eine zirkuläre Geschichte, die ich auch im Buch erwähne. Also werde ich jetzt die Geschichte ganz schnell zu erklären versuchen. Der Grund, dass ich diese Geschichte erzählen möchte, ist, dass es zusammenhängt mit der ersten schriftlich festgehaltenen Firma ist. Into a singular entity for the purposes of reproducing wealth was a company called Stora Kopparberg. Der Name der Firma ist Stora Kopparberg. Die hatten eine Kupfergrabungsstätte in Schweden. Es gab also einen Deal zwischen deutschen Händlern und den lokalen
dem lokalen Bischof, der durch den schwedischen Monarch die Rechte hatte. Das ist entweder im Mitte 13. Jahrhundert. Das ist auf jeden Fall der größte Fund der Kupferproduktion in der Geschichte Europas. Als ich also diese Firma näher untersucht habe und versucht habe herauszufinden, was Leute in England wissen, was diese Firma tat, man findet sehr viel wissenschaftliche Arbeit über die Bodenqualität und die Wasserqualität in der Nähe der Stadt Falun, wo diese Mine war. Und tatsächlich, die Schwermetalle, die im Boden sind, ein paar Wissenschaftler sagen, es wäre niemals wieder belebbar. Der See ist vergiftet. Also das ist Teil der Geschichte des Buches. Was ist der Einfluss der Konzerne auf die Umwelt haben? Was auch faszinierend ist, ist, dass diese Firma noch immer existiert. Sie lebt noch immer. Und das sagt doch auch etwas darüber, wie Konzerne eine unabhängige Personenschaft haben kann, die Aktionäre und die echten Menschen, die Teil daran haben, überleben kann. Der Konzern ist also unsterblich. Und dadurch, dass jetzt über Generationen Aktien weitergegeben wurden, gibt es auch eine Firma Stora Enso. Das ist eine der größten Holzförderfirmen. Da sind ein paar interessante Beobachtungen zu treffen. Die sind jetzt in Helsinki. Sie waren in einem Deal verwoben innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte, wodurch sie der zweitgrößte Landbesitzer in Uruguay sind. Sie stehen in Konflikt mit dem Bauernaufstand in Brasilien und sehr oft in starkem Konflikt mit den lokalen Einwohnern. Und ihnen wurde auch vorgeworfen, Monokultur zu betreiben, was die Biodiversität des Waldes verringert und zerstört. Das klingt jetzt sehr aggressiv dieser Firma gegenüber, aber im Endeffekt, Stora wäre nie eine Firma gewesen, wäre nicht der große Dämon gewesen, der jetzt sein kann oder ist. In the same county, Delana, where Fallon is, where the mine is. So there's this incredible circularity. Also diese unwahrscheinliche Zirkularität, dass diese erste Firma unendlich lebt, wenn sie immer noch am Leben ist und auf verschiedene Arten die Umwelt zerstört hat. Zwei Sachen, die ich darüber sagen möchte. Erstens, die Leute, die davon profitieren, von dieser Firma, werden niemals für die Umweltschäden zahlen müssen, die daraus entstehen. Selbst wenn sie das müssten, wären Teile dieses Schadens aber trotzdem nicht zu reparieren. Dann kommen wir zu einem zweiten Prinzip, das in den Konzern eingebaut ist. Nicht nur, dass ein Konzern für immer leben kann und irgendwie unantastbar ist, unbesiegbar, sondern auch die Menschen, die echten Menschen, die hinter diesem Konzern stehen, werden nie hinterfragt wegen der Aktion, die die Firma hat, macht. Nicht mal in den kleinsten Belangen. Der Slogan von Stora ist Creating Value in the Economy. Und ich kann verstehen, wie Sie das sagen können. Sie pflanzen Bäume. Sie produzieren etwas, was auch erneuerbar ist. Ja? Aber gleichzeitig gibt es große Fragen über den
Umweltschaden, den das auslöst. Und ich muss sagen, es gibt auch eine sehr innerliegende Verbindung zwischen der Struktur der Unternehmung, die ihm diese Unantastbarkeit gibt, und gleichzeitig die Möglichkeit, immer weiter zu machen. Ich habe auch diese Firma jetzt erwähnt, weil ich nicht möchte, dass wir nur über Big Oil, Big Pharma und Big Chemicals reden. Denn wir müssen klarstellen und verstehen, dass unsere gesamte Wirtschaft bis zu einem bestimmten Grad von Konzernen bestimmt wird, hinter denen anonyme Investoren stehen. Was quasi eine strukturell geförderte ist. Ein Teil des Buches spricht auch von dem kolonialistischen Ursprung des Kapitalismus. Ich habe noch nie in den nationalen Nachrichten die Namen der anstrengendsten, kolonialistischsten Firmen Großbritanniens gelesen, bis zum Black Lives Matter Movement. Daily Mail ist eine sehr rechte Zeitschrift. Ziemlich sensationistisch, sensationsgeil, basiert nicht groß auf Fakten. Aber als sie über den britisches Black Lives Matter Thema angegangen sind, mussten sie darüber sprechen, wie Statuen heruntergerissen wurden. Und da gibt es zwei spannende Ziele, die angesprochen wurden. Eine war Edward Colston. Die Daily Mail sagte, dass Colston einer der führenden Teilhaber der Royal Africa Company gewesen sei. Das habe ich zuvor noch nie in öffentlichen Diskurs gelesen. Diese Institution hat mehr Sklaven verschifft als jede andere Institution in der britischen Geschichte. Als es eine Kampagne gab gegen eine andere Person, Cecil Rhodes, ging es um seine Firma. Und ich denke, wir reden nicht oft genug über Geschichte. Es ist nicht nur die Geschichte in Großbritannien, sondern jedes europäische Land hatte seine kolonialen Unternehmen. Als Pioniere dieses kolonialistischen Anstrebens. Und das aus einem sehr spezifischen Grund. Konzerne sind sehr, sehr ähnlich wie die Shareholder-Unternehmen, die wir heute haben. Es wurde in der Kolonialzeit exzessiv zum ersten Mal gemacht. Aber eine der Sachen, die man damals brauchte, waren große Mengen finanzieller Mittel, um erfolgreich die Macht zusammenzuführen, die nötig war, um die Kolonien zu erreichen, was Staaten alleine nicht konnten. Also mussten sie eine Struktur aufbauen, durch die Menschen ihre eigene Investition vermehren können. Und Konzerne waren dafür der perfekte Weg. Aber das ist sehr wichtig, wenn man sich anguckt. Karl Marx hat sich nie wirklich ausgearbeitet, aber daraufhin gab es die Gedanken Group Reason. Oh, es tut mir leid, ich habe gerade den Satz vergessen. Die Idee ist grundsätzlich, dass der Kapital sich selbst vermehren muss. Ist die Limitation von Zeit und Raum durchbrechen muss.
some point. And geographers like David Harvey have subsequently talked about time, space, compression. Und daraus wurde der Gedanke der Zeitraum Kompression. Wenn Kapital sich selbst vermehrt, muss es alle möglichen Barrieren durchqueren. Es muss Regulation überwinden und Grenzen und vielleicht auch menschliche Hindernisse. Und ich glaube, es ist Teil dieses Prozesses, Teil dieses Wachstums, den Marx nicht näher anspricht, aber andere Gelehrte haben das gemacht. Die Annihilation von der Raumzeit bedeutet auch die Zerstörung der Natur. And also to exploit human labor in the most horrendous ways. So that's in den schlimmsten Wegen. Ich glaube, das ist einer der Grundpfeiler, mit dem man anfangen kann. Diese Vernichtung von Raumzeit ist auch die Vernichtung der Umwelt und der Natur. Wir sehen das jetzt überall. Wir sehen das in der Weltwirtschaft. Ich glaube, jeder hier wüsste Beispiele dafür. Zum Beispiel sind 75% des Wasserverbrauchs von England ist außerhalb Englands, weil britische Firmen außerhalb Englands produzieren. Ein anderer Kollege von Matthew in Brave New Europe sagte, dass 75% der Ressourcen in Afrika aus Afrika raus gefördert werden. Und wir wissen, was diese Operation für einen umweltlichen Umweltfußabdruck hinterlassen wird. Spill in Mexico said, well, there's a deep water horizon in Nigeria every week in terms of the amount of oil spilled. So that legacy continued. Nigeria wird sehr viel Öl verschüttet. Wir müssen nicht in alle Beispiele gehen, aber ich möchte für die nächsten Minuten klarstellen, wie Pathogene wie Corona sich verteilen. Wir können sehen, dass wir da dieselben Dynamiken wieder erkennen, die ich gerade zusammengefasst habe. Der erste Aspekt ist, dass wir quasi die Grenze der Natur nach hinten verschieben. Eine der Fakten über sylvatische Pathogene, wie zum Beispiel, Pathogene, die von Tieren kommen. Vermutlich ist das auch der Ursprung von Corona. Wenn man diese Grenze der Natur nach hinten verschiebt, insbesondere durch Abholzung, eigentlich würden ja diese befallenen Spezies aussterben und mit ihnen auch der Virus. Aber jetzt, insbesondere wenn man diese Verschiebung der Grenze in einer unkontrollierten Art macht, gibt es auf einmal einen Kontakt zwischen Tier und Mensch. Mein Argument ist also gegen diese Art unkontrollierter Entwicklung, die wir sehen. Und diese Art schnelle Entforstung, schnelle Ausarbeitung des Landes kommt größtenteils durch Konzerne, durch HSBC. Die großen treibenden Kräfte bezüglich dessen, was in diesen Gegenden hergestellt wird, wie zum Beispiel Fleisch oder Soja. Und dann kommt all dieses Essen in den großen Supermärkten an, in den Walmarts und den Tescos und so weiter. Dieses Risiko, dieses initiale Risiko, wo diese Pathogene herkommen, wird kreiert durch eine Konzernwirtschaft, in der die Bedingungen relativ unkontrolliert sind. Der zweite Punkt ist, den wir anerkennen müssen, meiner Meinung nach, ist, dass es kein Zufall ist, dass die letzten beiden
Viren, die ausgebrochen sind, die Schweinegrippe und die Vogelgrippe waren. Das sind die Pathogene, die tatsächlich in der Massentierhaltung entsprungen sind. Und das ist genau das, was passiert, wenn man auf so große Fleischproduktion geht. Man erlaubt den Pathogenen viel eher, sich auf den Menschen zu verbreiten. Das ist eine ganz mathematische, grundsätzliche Frage. Haben wir mehr Tiere an einem Ort, ist die Chance erhöht, dass sie durch Mutationen auf den Menschen überkommen können? Das ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Das heißt, unkontrollierte Konzerne erhöhen den Maßstab der industriellen Fleischproduktion zu einem Punkt, den wir nicht hätten vorhersehen könnten. Die Smithfields, die amerikanische Firma, ist jetzt in China sehr groß. Firmen wie Dukes oder Tyson und Poultry bringen diese riesigen Fleischfabriken nochmal voran. Ich würde nicht sagen, dass das Risiko unbedingt dort herkommt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Pathogene da entstehen und auf den Menschen übergreifen, ist unmessbar erhöht. Ich will nur noch ein paar Minuten hiermit verbringen, aber wo die Ausbrüche in England größtenteils gewesen waren, war in großen Arbeitsplätzen und in den Fleischfabriken. Da, wo die Ausbrüche waren, kann man festhalten, dass die Arbeiter oft schlecht organisiert waren, nicht in Gewerkschaften organisiert waren. Aber wir hatten auch vier große Ausbrüche in Geflügelfarmen. Es gab auch einige größere Ausbrüche in der Essensproduktion. Ich glaube, das ist teilweise, weil auch dort die Bedingungen unreguliert sind und immer weiter vergrößert werden und die Arbeiter relativ schlecht organisiert sind, nicht viel Macht haben. Und wo die Umgebung quasi sehr gut ist für diesen Pathogen. Da Corona, also Covid-19, scheinbar kalte Umgebungen gut abkann. Goldman Sachs, die jetzt sehr viel investieren auf der Suche nach einer Impfung für Corona, investiert auch in Smithfield & Polk, die ich zuvor genannt habe. Also diese großen, die Big Companies kreieren diese großen Kreisläufe. Ich würde nicht sagen, dass diese Konzerne Corona erschaffen haben, aber sie erschaffen die perfekten Umgebungen, wo sie wachsen können und wo wir sie nicht kontrollieren können. Und das ist genau die Geschichte, die ich in dem Buch auch erzähle, bezüglich der Umweltbedrohung, die uns entgegensteht. Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht nur über Big Oil reden. Ich werde auch mit einem Big Oil Beispiel gleich aufhören, aber all diese Bedrohungen, die uns gegenüberstehen, jetzt gerade bezüglich der komplexen Angriffe auf die Biodiversität, auf Klimawandel und andere Aspekte des Ökosystems, all diese Bedrohungen sind größtenteils durch private, profitorientierte Konzerne geschaffen. Wie ich bereits zuvor gesagt habe, sind sie so aufgestellt, dass sie quasi unsterblich sind. Die zuvor genannte Kupferfirma könnte auch noch immer in Uruguay sein und noch länger in Uruguay sein, als der Wald da jemals sein wird. Die Gefahren, die uns also gegenüberstehen, sind die chemischen Gefahren, Plastik, die Emissionen, die wir ausstoßen, unsere Energieindustrie, und das ist auch sehr gut dokumentiert im Buch. All diese Sektoren sind kontrolliert durch dieselbe Art Konzern, die wir in Stora Kopparberg gesehen haben und die in der Kolonialzeit ihre Ursprünge gefunden haben. Und solange wir nichts dagegen machen, können wir auch, glaube ich, wirklich nicht sagen und dahinter stehen, wenn wir sagen, das Problem ist System Change, nicht Climate Change. Wir müssen wirklich sehen, wo die Macht liegt.
Ein Großteil des Kapitals weltweit fließt durch Unternehmen und Konzerne, die unsere eigene Existenz bedrohen. Teil des Dialogs, den wir eingehen wollen, ist, was sollen wir damit machen? Was sollen wir dagegen machen? Das sind Institutionen, die dieses kapitalistische System noch aufrechterhalten. Ich möchte mit diesem Punkt hier aufhören. Dieses Beispiel, das ich letzte Woche in der Newspaper, in der Zeitung gelesen habe. Die amerikanische Ölindustrie hat sehr stark Lobbyismus betrieben, dass der Plastikexport in einen Handelspakt mit aufgenommen wird, der gerade mit Kenia abgeschlossen wird. Das ist wichtig, denn vor 2 Jahren hat Kenia vermutlich die stärksten Anti-Plastik-Regulationen weltweit durchgesetzt. Und einer der Gründe, dass sie das gemacht haben, was in Kenia spannend ist, ist, dass selbst wenn man nur Plastik besitzt, gibt es große Bestrafungen, Strafzahlungen, die man machen muss. Jetzt hat die Big Oil Firma in dem Vorschlag, dem Handelsvorschlag, gesagt, dass Kenia Plastik kaufen müsste. Was passiert? Big Oil sieht, dass der Ölpreis sinkt und die Tatsache, dass sie dies diversifizieren müssen und nicht mehr nur Öl und Gas produzieren können. Und wo enden sie? Sie enden in Kenia, wo sie die Wasser verschmutzen. Und das ist auch nur ein Beispiel dafür, wie dieses Modell, dieser Ansatz überall zu finden ist. Wir müssen diesen Ansatz zerschlagen, da dieser Ansatz immer wieder diese Bedrohungen auferstehen lässt und immer wieder erschafft. Insbesondere, wenn wir tiefer und tiefer in diese Krise einsteigen. Also ich würde sagen, es ist nicht eine schlechte Idee zu sagen, wenn wir etwas sehen, was uns tötet, etwas bedroht, dass wir vielleicht überlegen sollten, zurückzuschlagen. Und deswegen sollten wir die Konzerne zerschlagen. Okay, vielen Dank. Zuvor möchte ich noch mal eine Sache erwähnen für unsere Zuhörer. Wenn ihr Fragen stellen wollt, wir werden sie am Ende durchgehen. Es gibt unten einen Chat-Knopf. Da könnt ihr raufklicken und eure Frage stellen. Wir können euch später nämlich weder sehen noch hören. Das ist der Weg, wie ihr also Fragen stellen könnt oder kommentieren. Wenn Sie Fragen haben oder Bemerkungen, die können die einfach über einen Knopf da unten in der untersten Reihe heißt Chat. Wie heißt es auf Deutsch? Chat auch, okay. Da können Sie einfach reintippen und am Schluss werden wir dann die ganze abarbeiten. Also das wollte ich nur darauf hinweisen. Und das mitgebe ich. With that, Hillary, it's you have the word. Okay. So, well, I'm really pleased to be part of this discussion. Ich bin sehr froh, Teil dieser Diskussion sein zu dürfen. Also vielen Dank, Brave New Europe. Und ich denke, David hat so viel angerissen. Und ich denke, sein Buch ist sehr mutig. Und ich möchte nicht nur empfehlen, dass ihr es kauft, sondern auch, dass ihr es für einen Freund kauft oder vielleicht sogar für viele Freunde. Denn was an diesem Buch fasziniert, ist, dass es die Bedrohung der Pandemie und die Bedrohung des Klimawandels zusammenführt. Auf eine Art, dass du wirklich was machen möchtest und strategisch nachdenken willst. Was ich also jetzt auch versuchen werde. Ich habe nur 10 Minuten, um die Diskussion anzuregen. Also erstens, ich denke, es ist wirklich wichtig, dass David sich auf die Konzerne fokussiert. Denn manchmal ist der Diskurs darüber, was man machen kann, darunter, dass Kapitalismus ja unveränderbar ist und dass die Regierungen handeln müssen, um den Kapitalismus zu verändern. Weil ich glaube, dass Konzerne das Produkt des Kapitalismus sind.
Kapitalismus hat diese Tendenz, da er davon angetrieben wird, Profite anzuhäufen. Und das in jeder einzelnen Firma, aber auf die Kosten anderer Firmen. Und aus dieser Tendenz heraus kommt paradoxerweise quasi eine Selbstzerstörung heraus. Da die Unternehmen untereinander so stark im Wettbewerb stehen, dass sie vielleicht sogar die Zerstörung ihres Mitbewerbers sehen wollen. Und so wächst die Firma, wenn sie den anderen zum Beispiel übernimmt. Also ich erinnere mich nicht, denn ich habe damals noch nicht gelebt, aber ich erinnere mich davon gelesen zu haben, von Knife Bevan. Das war 1900, in den späten 40ern. Und er sagte, okay, Staaten, die Wirtschaft, die vom Staat beobachtet und begleitet wird, ist schon gut. Aber wir sehen gerade, dass Unternehmen oft mehr Macht haben als Regierungen. Die Frage, die Dave's Buch aufruft, ist, welche Wege werden wir wählen, um die Konzerne herauszufordern? Jetzt sollte man darüber nachdenken, was sind die anderen Wege zum Wandel? Was könnte das Machtgewicht vielleicht umwandeln, um möglicherweise wirklich die Konzerne zu zerstören? Und ich möchte auf ein Erlebnis hinweisen, das ich erlebt habe. Ich sage nicht, dass Gewerkschaften die Antwort auf alles sind, so romantisiert, aber es gibt Erfahrungen, wo Gewerkschafter oder Arbeiter mit konkreten Kapazitäten und Anstrebungen und Leben und Familien und Nachbarschaften, wo eine Gruppe von Gewerkschaftern in der Firma Lucas Aerospace sagte, dass das Management unnötig sei. Also die Firma sagte, dass eine große Gruppe von Arbeitern redundant wären. Da waren sehr, sehr gut fortgebildete und ausgebildete Experten. Arbeiter wie diese haben wirklich ein Gefühl dafür, was für Möglichkeiten sie haben. Und das ist ein kollektives Selbstbewusstsein, das sie über die Jahre aufgebaut haben, als Teil der Gewerkschaftler, die diese Designarbeiter zusammengebracht hat. Und jetzt nennen sie sich UNITE. Später werde ich nochmal darauf zurückkommen, dass es eine Schlüsselgruppe ist an Menschen, auf die die Firmen auch angewiesen sind. Denn Unternehmen sollten innovativ sein. Und wer ist dafür verantwortlich, dass Innovation stattfindet? Das sind nicht die Manager, sondern die Designer und die Ingenieure. Diese Gruppe an Designern und Ingenieure haben nicht akzeptiert, dass sie redundant sind. Und sie sagten, nein, die Gesellschaft braucht unsere Fähigkeiten und sie blickten sich um und lösten Probleme. Es war in den frühen 70ern, wo Klimawandel noch kein Problem war. Aber sie gingen einen nachhaltigen Weg an Stromkonservierung, Einsparungen. Sie sahen sich das Transportwesen an und versuchten auch das nachhaltiger zu gestalten. So oder so. Es war ein beispielhaftes, ich werde nicht viel weiter darüber reden. Das kann man suchen, wenn man Lucas Aerospace eingibt, Aerospace. Und sie produzieren diesen Plan für sozial hilfreiche Produktion. Und das war eine Inspiration, die auch heute noch weiterlebt.
gibt eine Gruppe, die nennt sich der New Lucas Plan. Das sind ich bin neulich auf dieses Unternehmen, auf diese Vereinigung angesprochen. Und ich merke, dass es heute eine zentrale Idee in den Köpfen ist. Dave erwähnt das in seinem Buch. Aber in den Hochzeiten des Lockdowns, durch die Pandemie bedingt war, als die Regierung langsam anfing zu realisieren, dass es wichtig war, da gab es diese Deklaration von Johnson, als wir diesen großen Ventilatorenmangel hatten. Aber er sagte mit all diesem, seinem Selbstbewusstsein, unsere Unternehmen, unsere britischen Unternehmen werden Ventilatoren herstellen. Statt Flugzeuge oder was auch immer. Und ich dachte, das ist ein bisschen komisch, denn wer macht denn die Produktion? Das sind die Arbeiter. Also sprach ich mit dem Vorsitz der Gewerkschaft und ich sagte, wo werden die hergestellt, die Ventilatoren? Und was ist die Rolle, die die Arbeiter dabei spielen? Er gab mir dann Kontakte zu Leuten, die in Airbus arbeiten, in North Wales. Das war in der Zeit des Lockdowns, weswegen ich nicht hingehen konnte. Also rief ich an und es war eindeutig, dass all diese Ventilatoren also quasi das Gehäuse des Ventilators in Tausenden, also in riesigen Mengen hergestellt wurde. Und das war Produktion, die von Flugzeugen auf Ventilatoren umgestellt wurde. Das braucht viele Schritte, bis man dahin kommt. Man braucht ein steriles Arbeitsumfeld. Man braucht die richtigen Fähigkeiten in den Arbeitern. Die Gewerkschaft sagte, es war möglich, weil es bereits eine gewerkschaftliche Organisation gab, die fast alle Arbeiter in der fast alle Arbeiter mitorganisiert waren. Und so konnten sie sehr schnell antworten und reagieren, um diesen Wandel zu organisieren. Es war nicht diese großartige Firma, die das war, sondern es waren die Arbeiter an der Front, die das organisiert haben. Mit unserem gemeinsamen Vertrauen. Und ich denke, dass jetzt, wenn man sich fragt, was jetzt die Relevanz davon ist, wie ist das wichtig? Der Ventilator zeigt, wie wichtig dies ist. Aber naja, der Lucas-Plan brauchte und vertraute stark auf die Gewerkschaftsbewegung. Offensichtlich wissen wir, dass Thatcher und danach Tony Blair all das zerstört haben. Also ist das die Gewerkschaftsbewegung aktuell sehr schwach. Aber was wir heute sehen, wie zum Beispiel Rolls-Royce, sie haben auch Ventilatoren hergestellt. Und das zeigte ihnen, dass sie auch alternative Sachen machen können, andere Dinge. Und sie waren sehr daran interessiert, von dem Lucas Aerospace Plan zu hören und von diesem Weg alternativ zu produzieren. Aufgrund der Bewegungen um Klimawandel herum. Denn auf eine Art hatten sie keine Macht, aber sie hatten eine starke Motivation, denn Klimawandel ist so offensichtlich ein Imperativ geworden in Bewegungen der jungen Generation. Das hat viel Druck ausgeübt auf zum Beispiel ältere Leute. Und diese gut ausgebildeten Arbeiter haben genug Macht und genug Selbstvertrauen, zu sagen, ich kann diesen Prozess tatsächlich selbst anleiten. Und dieses Treffen war also eine sehr interessante Zusammenkunft, eine Kombination dessen, was möglich ist. Rolls-Royce companies are, or near Coventry. And a local MP, Zara Sultana,
who's very local MP, Ara Sofana, die Arbeiterinitiativen sehr befürwortet. So oder so, es zeigte, dass es Wege gibt, Wandel zu erzwingen. Untermauert von wissenschaftlichen Erkenntnissen und das oft in Verbindung mit Gewerkschaften. Aber sie stehen vor der Situation, dass die Gewerkschaften sehr offen sind für diese Art Einfluss. Nehmen wir uns die Labour Party an. Ich bin kein großer Fan von der Labour Party als Gesamtes, aber es gibt Teile davon, die sehr offen und kreativ sind. Und sie können eine Schlüsselrolle spielen, darin Menschen zusammenzuführen. Das inspiriert mich. Also ich denke, wenn wir alle Ideen austauschen könnten, darüber, wie wir bestehende Ressourcen nutzen können, um Wandel zu verursachen, um einen wirklich starken Fall gegen die Konzerne aufzubauen. Das wäre der Weg. So oder so. Vielen Dank an David und vielen Dank an Break New Europe. David, would you like to reply at all? David, würdest du gerne irgendwie antworten? Ein paar Kleinigkeiten aus der Perspektive, aus ihrer Perspektive hat Hillary erklärt, wie man aus dieser Krise herauskommen kann. Ich stimme zu, ich sehe keinen Weg, wie wir zukünftige Schocks überleben können und aus dieser Krise herauskommen können und die Arbeitsplätze schaffen, die wir brauchen, in irgendeinem europäischen Land. Ohne einen Green New Deal, ohne einen Weg, eine industrielle Strategie aufzubauen, die Arbeitsplätze schafft und die nachhaltig ist, was wir für lange Zeit brauchen werden. Aus meiner Situation heraus, ich bin aktiver Teil meiner Gewerkschaft, aber ich denke, dass die Gewerkschaft einen kleinen Fehler machte. Zum einen wurde sofort ein völlig unabhängiges Notfallpaket geplant und der Plan war, mehr Geld anzuschaffen, das System so zu lassen, wie es ist. Naja, eins der Probleme, vor denen wir jetzt gerade stehen, ist, zurück zu unsicheren Arbeitsplätzen zu gehen, Arbeitsstätten. Wir haben dieses neoliberale Modell und unglücklicherweise war unsere Antwort, wir brauchen Mittel, die dieses neoliberale Modell auch am Laufen halten. Ich denke auch an die amerikanische Flugbegleitergewerkschaft. Aber sie waren erfolgreich darin, Mittel zu erhalten, die die amerikanische Flugindustrie über Wasser hielt. Aber die Frage ist, zu welchen Kosten, zu welchem Preis? Also ich denke, eine der zentralen Sachen, die wir angehen müssen, ist nicht nur das Überleben. Das Problem ist, dass Corona uns quasi in diese Situation gebracht haben, wo Arbeiter defensiv sein müssen. Das muss eine feste Regel sein. Egal, ob wir organisieren etwas oder ob wir darüber schreiben oder ob wir einfach nur arbeiten. Wir müssen stets argumentieren, stets dafür kämpfen, Wege aus dieser Krise zu finden, die das System angehen. Also ich denke, den Punkt, den Hillary angesprochen hat, ist sehr wichtig. Sie war etwas vorsichtig mit dem Lucas Aerospace Beispiel. Lucas Aerospace kam sogar auf mit einem Prototyp für Windturbinen, die heute immer noch benutzt werden. Und Hillary hat das auch dokumentiert. Und sie erfanden sowohl ein Heizpumpensystem, das heute weltweit genutzt wird, weil es eines der effizientesten Systeme ist. Das war Jahrzehnte, bevor das wirklich auf den Markt kommt.
Ich glaube, es ist nicht nur wichtig, dass wir das machen, dass wir unsere den Austausch begeben. Ich glaube, viele der Energien, die wir haben, können nur genutzt werden, wenn wir in einem anderen System arbeiten. Okay, dann lass uns zu den Fragen übergehen. Die erste Frage: Kannst du dich für die Umwelt einsetzen und fliegen? Die Frage soll nicht die Wichtigkeit des Systemwandels unterminieren, aber ein Großteil von uns könnte ohne Probleme einfach nie wieder fliegen. Als Umweltschützer sollten wir uns damit zufrieden geben, dass wir diese Art von Industrien unterstützen, und sollten wir diesen Luxus noch ausnutzen, den wir haben? Das ist eine schwierige Frage. Ist es okay, wenn ich zuerst antworte? Okay, dann antworte du zuerst. Was ganz Schnelles. Ich bin ja gerade in Frankreich. Und ich lebe in Großbritannien und ich kam mit Zug. Und ich denke ehrlich, wenn wir uns ein mentales Veto geben bezüglich Fliegen und dann erstmal auf andere Möglichkeiten denken und wenn wir bedenken, was die Bedingungen wären, die es anderen ermöglichen, genauso zu denken. In Europa kann man auf jeden Fall mit Zug durch die Gegend kommen. Das Zugsystem ist nicht perfekt, aber auf dem Festland Europa ist es weitaus günstiger als zum Beispiel in England. Aber die Systeme sind nicht gut ausgearbeitet. Wenn man von London nach Florence will, ist das eine ziemlich lange und anstrengende Reise. Aber es könnte organisiert sein. As air transport, and if it was rail transport related to human need rather than things like the HSB, which is bezieht sich darauf, wo Transport mit Menschen aufeinander trifft. Ich meine, man könnte wirklich gutes und nachhaltiges und wirklich angenehmes Reiseerlebnis haben, ein Transportsystem. So, dass Fliegen vielleicht nichts mehr ist, das Leute unbedingt machen möchten. Es braucht aber eine unterschiedliche Bepreisung, weitaus bessere Gleisausbauung. Ich glaube, manchmal ist ein persönliches Veto gegenüber Verhalten, von dem man weiß, dass es unnachhaltig ist. Ein Weg, das zu machen, ist also, sich öffentlich anders darzustellen. Also in der Öffentlichkeit anders zu handeln, um das auch nach außen darzustellen. Ich sagte zu mir selbst, dass ich in Europa nicht fliegen werde. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Brasilien gehen würde, wo ich politische und persönliche Verbindungen habe, würde ich fliegen müssen, wahrscheinlich. Aber lass uns aufhören, in Europa zu fliegen. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen. Safe. Okay, ich würde ganz schnell was sagen wollen. Ich glaube, ein öffentliches Transportnetzwerk, auf das wir uns verlassen können, ist entscheidend. Es sollte günstig sein. Menschen fliegen nach Griechenland und auf die spanischen Inseln. Und warum? Naja, weil 60, 70 Euro sind Dollar hin und zurück. Das bringt mich zu einem neuen Schlüsselpunkt. Wenn der Markt, und wir wissen, die Marktfreiheit war immer eine Art Mythos, die dahinter die Idee, dass insbesondere neoliberale Regierungen den Staat zurücknehmen und den Markt übernehmen lassen, das machen wir, das ist aber so nicht. Wir wissen, dass es sehr, sehr wenige europäische Luftfahrtunternehmen gibt. Ohne die Zuschüsse der Regierung wäre ein Großteil der britischen Flugunternehmen pleite gegangen. Ich denke, das wirft eine fundamentale Frage auf. Wenn kapitalistische Wirtschaften so funktionieren würden, wie es uns immer erzählt wurde, hätten wir keine mehr übrig.
Aber tatsächlich bedeutet das, dass wir eine Wahl haben. Wir haben eine Wahl, diese Beförderungen, Zuschüsse zu beenden. Ich denke aber ernsthaft und ehrlich, dass wenn wir als Individuen aktiv werden würden, und ich meine, das können wir machen, die von uns privilegiert dazu sind, fliegen zu können, wir können andere Dinge auswählen. Aber die Lösung muss in kollektivem Handel liegen, dass die einen verzerrten Markt wegbringt von diesem unnachhaltigen Transportwesen zu einem nachhaltigen Transportwesen. Wir hätten wirklich nicht mehr viele Fluglinien übrig ohne die Regierungen. Und die Regierungen intervenieren, um wirtschaftlich untragbare Industrien am Leben zu halten. Hillary? Oh, sie ist weg. In der Zwischenzeit werden wir vielleicht einfach zur nächsten Frage übergehen. Hey, was ist Ihre Frage? Wie ist Ihre Meinung zu individuellem Konsum als Lösung für Umweltprobleme? Ich sehe keinen großen Effekt von individuellen Einschnitten ins Leben auf weltweite Probleme. David, es wird dann wohl du sein, der antwortet. Eine der Gedanken des Buches ist, sich wirklich auf die Kerntreiber des Klimawandels zu fokussieren. Konsum ist wichtig, insbesondere wenn wir in Europa sind. Also ich sage nicht, dass Konsum nicht wichtig ist. Aber ich möchte eine Geschichte erzählen. Von einem Film, der für viele Leute erleuchtend gewesen war. Wenn ihr diesen Film jemals wieder seht, es gibt einen sehr spannenden Moment am Ende, wo man den Abspann sieht. Was sollten wir nutzen? Glühbirnen, die effizienter sind? Oder sollen wir Zug fahren? Aber irgendwann in diesem Abspann des Films bemerkte ich, und wenn du religiös bist, dann bete. Und für mich fasst es diese Individualisierung sehr gut zusammen. Ich meine, das ist das, das ist also keine Nachricht der Hoffnung, sondern für mich eher eine Nachricht des Verzweifelns. Das meine ich damit, wenn ich sage, dass wir gemeinschaftliche Lösungen finden, für was im Endeffekt kollektive Probleme sind. Matthews Bericht in Brave New Europe spricht es auch gut an. Elites of people who are kept in power. Es gibt eine elitäre Gruppe von Menschen, die in ihrer Macht bleiben, die in Unternehmen anonym investieren können, ihren Status behalten. Und da wird die Nachricht ja propagiert, die Masse muss verändern, was sie tut. Das Buch sagt auch, ja, wir sind alle verantwortlich und ich nehme nicht die Verantwortung von allen Menschen weg. Aber das intensivste, der stärkste Einfluss sind nicht die Mechaniken, ist nicht die Art, wie wir konsumieren, sondern wie wir investieren und wie wir produzieren. Hillary, wir haben dich für ein paar Minuten verloren. Bist du da? Du müsstest dich wieder unmuten. Ja, hallo, mein Internet ist ausgefallen. Ich musste also kurz raus und wieder rein. Kann ich dir dann kurz die Frage vorlesen, die du sie ja verpasst hast?
Was ist deine Meinung bezüglich des individuellen Konsums als teilweise Lösung für Umweltprobleme? Ich sehe kein Problem, ich sehe keine wirklichen Effekte auf große Probleme wie den Klimawandel. Ich stimme zu und stimme Dave zu. Ich würde noch hinzufügen, dass die Aktion des Individuums auf eine Art vollbracht werden kann, die kollektiv Auswirkungen hat. Wenn ich da an meine eigenen Nichten denke. Sie sind politisch aktiv geworden, oft durch ihre Meinung gegenüber Klimawandel und das Versagen der Regierungen. Sie haben also im Endeffekt einfach persönlich sich entschieden zu handeln. Und auf eine Art war diese Art Handeln nicht das Ende ihrer Handlungen, sondern eher der Anfang. Und das sind wir in der Frauenbewegung, in dem ich Teil war. Menschen fingen damit an, Kleinigkeiten selbst zu ändern. Das ist zum Beispiel nicht abzuwaschen oder nicht mehr den Befehlen zu folgen. Kein BH mehr zu tragen war das bekannteste Beispiel. Es fängt also mit den Aktionen des Individuums an. Und dann gibt es diese öffentliche Debatte. Dann hast du dich ja auch schon mit dieser Bewegung identifiziert als eine Bewegung. Ich denke, dieser Aktivismus, der persönliche Aktivismus, ist ein Einstiegspunkt in öffentlicher Aktivismus. Dann sollten wir es auch wirklich willkommen heißen. Ich denke, dass Achtsamkeit und wichtig ist. So I'm saving the planet. Well, no. Man sollte halt auch überlegen, wo es aufhört. Wenn du jetzt ein paar Kleinigkeiten verändert hast und dann denkst, du rettest die Welt, dann stimmt das nicht. Aber zumindest trägst du ein bisschen weniger dazu bei. Also müssen wir darüber nachdenken, was wäre nötig, um die Produktion zu verändern, dass zum Beispiel einfach alle Leuchtmittel langhaltend und nachhaltig sind, dass eingebaute Obsoleszenz nicht mehr da wäre. Ich denke, da gibt es eine Beziehung zwischen dem Wandel auf dem Level der Person und auf dem Level der Öffentlichkeit. Dann zur nächsten Frage. Töte die Konzerne, aber wie? Gewerkschaften sind nicht genug. Kapital wird einfach woanders hinströmen und die Arbeiter zurücklassen. Die Unternehmen arbeiten in einem Wirtschaftssystem und dieses System, wie jedes komplexe soziale System, reproduziert seinen Output. Wie kann dieses System verändert werden? Das ist eine schwierige Frage. Darf ich, Hillary? Ja. Ich meine, es ist absolut richtig. Ich möchte jetzt nicht diese Aufgabe trivialisieren, die dahinter steht. Wir reden darüber, das System zu dekonstruieren, das gerade aktiv ist, das, worauf die Weltwirtschaft und alle sozialen Beziehungen aufbauen. Es ist für mich einfach, das zu sagen als Akademiker, kill the corporation. Aber ich denke, eine der Sachen, die ich machen möchte, ist, die Debatte zu verschieben. Und genau bezüglich dem, was wir gerade erst besprochen haben. Ich reagiere auf die Krise. Unsere Reaktion auf die Krise und auf diese Umweltkrise ist, die Autonomität der Unternehmen zu reduzieren. Was das bedeutet, ist, dass die Autonomität der Unternehmen aufrechterhalten wurde. Das war ein kleiner Fehler, aufrechterhalten. Ein Teil des Paris-Abkommens war zum Beispiel das System der Klimakredite. Die Lösung zur Reduktion von Plastik war
das war nicht, dass die Unternehmen angeregt wurden, Plastik zu produzieren. Wir haben ein System, das die Regulation des Umweltschadens am letzten Punkt des Zyklus angeht, also beim Konsumenten. Wenn wir also über die Regulation nachdenken, das beste Beispiel, das ich dafür im Buch benutze, ist sowohl der Präsident von Bolivien und von Ecuador sprachen vor 50 Jahren darüber, das Öl im Boden zu lassen und die Wälder zu schützen, wenn sie Kompensationen von westlichen Regierungen zu bekommen. Das wäre für mich ein guter Ansatz gewesen. Das nimmt auch das Konzern aus dem Bild. Man denkt, man bräuchte spezielle Produkte, die hergestellt werden müssen. Man sollte Produkte herstellen, die tatsächlich eine Nachfrage decken und nicht nur Profite schaffen. Dann könnte man auch viel strategischer herangehen. Die Frage ist gut. Das wird nicht über Nacht passieren, es wird auch nicht in einem Land passieren, aber es muss eine Bewegung geben, die dieses System völlig auf den Kopf stellt. Und das würde de facto die Macht der Firmen ja auch schon verringern. Das Prinzip der eingeschränkten Haftung, dass Investoren erlaubt zu investieren, aber nie die vollen Konsequenzen ihrer Investitionen tragen muss, ist ein tolles Privileg für Investoren. Ich glaube, dass genau das etwas ist, worunter Länder keinen Wettbewerb führen sollten. Die dritte Sache, die ich ansprechen möchte, ist, in unseren Wirtschaften gab es manchmal sehr kurze historische Momente, wo die Konzernwirtschaft Ich habe darüber einiges in Red Pepper geschrieben, wo in den frühen 2000ern Firmen zusammenbrachen und Arbeiter diese Firmen weiterbetrieben. Es gab Teile Europas, Teile Deutschlands. Ich weiß nicht sehr viel darüber, aber die auch auf einer kooperativen Wirtschaft, auf einer solidarischen Wirtschaft aufbauen als andere Teile der Welt. Und ich denke, die entwickelsten solidarischen Wirtschaft ist in Katalonien, wo man ganze Städte hat und ganze Regionen, die auf Energiekooperativen, Essenskooperativen angewiesen sind. Und die Nahrungskette ist dann kontrolliert von diesen Kooperativen. Diese funktionieren oft effizienter und besser als die Organisation der Konzerne. Zwei Sachen, um es zusammenzufassen. Es ist eine Riesenaufgabe, es wäre ein Riesenaufwand, aber zweitens, es ist leichter, als wir denken, da wir wirklich viele Beispiele und Möglichkeiten haben. Hillary? Okay. Ich stimme Dave größtenteils zu, aber ich würde noch hinzufügen, ich wäre ein bisschen kritischer. Was ist nochmal die Frage? Ich kann es nicht sehen. Aber wo immer sie ist, ich erkenne deine Meinung an, aber ich würde sagen, klar sind Gewerkschaften alleine nicht genug. Und auch nicht alle Gewerkschaften haben die entsprechende Macht, aber einige haben sie. Ich würde sagen, das ist eher eine Hypothese, aber ich bin nicht sicher, Kapital, insbesondere multinationales Kapital, ist bewegbar. Es kann sich bewegen und das tut es auch häufig, wenn Profite woanders erwartet werden. Aber es muss irgendwo sein, es muss irgendwas irgendwo produzieren. Und in der Manufakturindustrie, die hängt aber auch von den Arbeitern ab. Es gibt nicht ungeskillte Arbeitskräfte, das würde ich so nicht sagen, aber quasi schlecht trainierte Arbeitskräfte,
sind für die Arbeitgeber oft austauschbarer als die Experten. Aber selbst die Experten sind sehr wichtig in manchen Regierungen, wie zum Beispiel in Rolls-Royce oder British Aerospace. Und ich denke, sie werden sich nicht bewegen, nicht so einfach. Sie hängen von diesen Fähigkeiten ab. Das ist ein Punkt. Und zweitens, ich meine, man sollte verstehen, dass in Umweltbewegungen die Hoffnung ist, eine große gewerkschaftliche Organisation zu schaffen. Es gibt schon große Gewerkschaften bezüglich Energie. Also es gibt die Wahrnehmung, dass Kapital gerade nirgendwo hin kann. Ich denke, wir sollten in unserer Analyse der Macht der Konzerne die Macht der Bewegung nicht unterschätzen. Nicht die gewerkschaftlichen Bewegungen alleine, sondern die Gewerkschaften zusammen mit den Umweltbewegungen. Gerade nach Corona werden wir großen Redundanzen gegenüberstehen. Also weiß man gerade auch nicht unbedingt, was zu tun ist. Und es gibt eine Offenheit für neue Ideen. Das ist entscheidend. Dann würde ich direkt zur nächsten Frage übergehen. Ich bin auch der Meinung, dass Konzerne der Akteur sind, der offensichtlich größtenteils vom Profitgier angetrieben ist. Aber ich denke, dass der Gedanke der Profitmaximierung weitaus tiefer liegt, weil das weiter ausgebreitet ist als gedacht. Das heißt, die Konzerne loszuwerden ist ein wichtiger und notwendiger Schritt, aber ich glaube, dass es kein ausreichender Schritt ist. Glaubst du also, dass Profit generell unkompatibel ist mit Nachhaltigkeit? Lass uns nicht rennen, bevor wir kriechen kann, wie man sagt, oder? Also natürlich stimme ich mit der Frage völlig überein. Aber ich denke, dass es eine Gefahr gibt. Die Konzerne so sehr in den Mittelpunkt zu stellen, weil es ja eine so sichtbare Personifizierung des Profits in unserem Leben ist. Das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Es ist aber auch der Ort, an dem Reichtum sich ansammelt und wächst und für alle möglichen Vorhaben gesammelt wird. Wenn wir eine Welt schaffen können ohne Konzerne, dann glaube ich, dass es sehr schwierig wäre zu sehen, wo diese Profite hingehen. Vermutlich gäbe es dann andere Formen, wie man Kapital einlagert und es investiert. Aber wir müssten nachdenken, wenn es nicht gerade ein Geschäftsmodell gibt, wo wir dieses Geld behalten können, dann ist es auch viel einfacher zu kollektivieren und mit dem Problem des Profits zu kämpfen. Ich denke, du hast recht, wenn man Konzerne los wird, könnte es aber schwierig sein, Dinge zu machen in der Art Größe, die nicht antisozial sind oder sozialzerstörerisch. Wenn man sich die Arbeiter anguckt, im Lukas-Plan macht einen Unterschied zwischen sozial hilfreicher und sozial zerstörerischer Nutzung ihrer Arbeitskraft und ihrer Fähigkeiten. Ich denke, es wäre weitaus schwieriger, sozial zerstörerische Projekte zu organisieren, wenn wir keinen Konzern haben, der dahinter steht. Also wir sollten dieses System loswerden, das auf Profit basiert, denn der einzige Weg, wie wir, glaube ich, überleben können, ist, zusammenzuarbeiten, mehr Solidarität zu zeigen und kooperativer zu handeln.
Hillary. Hillary. Okay, ein kleiner Kommentar, um das zu ergänzen. Auch wenn ich zustimme. Ich sage ich die ganze Zeit, dass ich zustimme, aber naja, das tue ich gerade. Ich denke, jeder sollte vielleicht kurz mehr darüber nachdenken, was Profit ist. Profit ist privat angehäufter Reichtum, der von Arbeitern kreiert wird. Und jetzt durch die Einführung von neuen Technologien, insbesondere Automatisierung, nimmt diese Kreativität jetzt die Form von extra Arbeitszeit an. Wenn es keinen Profit gäbe, würde diese überschüssige Arbeitszeit umverteilt werden, sodass wir zum Beispiel weniger arbeiten müssten. Also ist dieser Privatprofit, ist der, das Loswerden von Privatprofit etwas, was wir angehen sollten. Denn das würde sehr, sehr viele Möglichkeiten offenlegen für die Emanzipierung, für eine kürzere Arbeitswoche, für sozial hilfreichere Produktion, für mehr Hilfeleistungen, für mehr menschlich hilfreiche Arten der Arbeit. Also hilfreiche Arbeit, nicht hilflose Stuff. Ich denke, es braucht eine langfristige Strategie. Aber das Ziel sollte es sein, die private Profite auszumerzen und eine Neuverteilung und ein Teilen der Produkte menschlicher Arbeit anzustreben. Okay, die nächste Frage werde ich beantworten. Könnten Sie den Namen des Buches wiederholen? Ich kann es gerade nicht finden. Das ist der Buchtitel und man nennt es EcoSite. Der veröffentlichte Herausgeber ist die Manchester University Press. Wenn man einfach David White und Buch eingibt, dürfte man es aber auch finden. Also ab zur nächsten Frage. Wenn man uns das Potenzial der Gewerkschaften und Arbeiter anguckt, können Sie das Prinzip dieses Profit zuerst, das in Konzernen normal ist, umwandeln? Und wie könnte ein alternativer Konzern denn aussehen, der diesen Prinzipien folgt? Ich denke, Hillary hat dazu mehr zu sagen als ich, aber ich denke, eine der Schlüsselsachen ist, man sollte es nicht nur im Negativen darstellen, man sollte die Frage positiv vielleicht formulieren. Wenn wir also das Modell auseinandernehmen, das wir haben, sollte man darüber vielleicht nachdenken als eine Freilassung von Potenzial. Es gibt große Fragen, die dieses Buch nicht beantwortet, wie zum Beispiel, wie kann man eine Energieinfrastruktur in einem nationalen Maßstab aufbauen, ohne irgendeine Art hierarchische Organisationsstruktur. Ich denke, wir brauchen eine Art geplanter Wirtschaft, aber sie muss demokratisiert sein. Es muss also eine Demokratisierung der Konzerne geben. Und mit Nationalisierung meine ich, dass 1959 und später entwickelt wurde. Ich glaube, einer der großen Fehler der Linke war, dass damals, als sie in den späten 70ern, frühen 80ern, man sah damals diese großen Konzerne ineffizient arbeiten. Also wir sollten wirklich neue Managementstrukturen aufbauen. Die Linke war quasi paralysiert. Es war sehr eindeutig, dass es sehr hierarchisch organisiert war. Ich denke, auf sehr ähnliche Weise, wie man es im Staatenkapitalismus sehen kann, wie in der Sowjetunion oder dem ehemaligen Ostdeutschland. Es muss also ein System geben, eine Art darüber nachzudenken,
wie wir Arbeit organisieren und Produktion organisieren und die Dinge, die wir machen. Aber ich akzeptiere, dass es ein paar Elemente der Zentralplanung geben muss. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, ich habe doch die argentinischen Arbeiter angesprochen und die Art, wie sie die Unternehmen, wie die Fabriken organisiert haben. Es war, was daran spannend ist, es war nicht riesig, es waren 100 bis 120 Menschen, es war um 2000, 2001, aber was die meisten von ihnen taten, war, sie stellten sicher, dass es Menschen gab in verschiedenen Rollen, mit verschiedenen Skillsets, die anderen beibrachten, was sie noch lernen wollten, dass sie in Rollen einführten, die sie vielleicht übernehmen wollten. Das heißt, niemand war nur Reiniger oder nur Rezeptionist, sondern hatte auch immer noch andere Rollen. Denn Menschen eigneten sich ihre Fähigkeiten auf verschiedene Arten an, die wirklich die Kapazitäten der Organisation, der Unternehmung ausweitete. Das heißt, ich denke, wir müssen wirklich darüber nachdenken, wie wir Organisierungen organisieren, Unternehmen organisieren. Okay, I don't have much to add, but just to ich habe nicht viel Zeit, aber nur, ich möchte sagen, dass es möglich ist, das hinzukriegen. Wenn man über Profit neu nachdenkt und wir die private Kapitalanhäufung loswerden und über die Neuverteilung der Produkte, die wir mit Arbeit schaffen können, nachdenken. Ein Weg ist die Koordinierung verschiedener produktiver Einheiten. Aber im Fall eines Unternehmens geht es nur um die Kapitalanhäufung. Aber man könnte eine Koordinierung verschiedener ökonomischer, wirtschaftlicher Einheiten haben, mit dem Ziel, zum Beispiel fairen Handel zu betreiben. Es gibt zum Beispiel Unternehmen wie Divine Chocolate als Beispiel, die im Endeffekt ein Konzern sind, aber sie nutzen die Profite für soziale Anliegen. Chocolate producing company in Germany and then all kinds of cooperative and other kind of outlets in the UK. And it's coordinated and organized by a board. Das ist alles koordiniert und organisiert durch einen Rat, der nicht für Profit ist. Es ist nicht nur nicht for profit, sondern explizit für Fair Trade. Man könnte eine Kooperative wie Mondragon sich angucken, in Baskenland. Ich wollte Nordspanien sagen, aber ja, das Baskenland. Das ist eine koordinierte Organisation mit einem finanziellen Zentrum, mit Bänken, mit Schulen, mit wissenschaftlichen Zentren. Es ist quasi ein kooperatives Äquivalent von Benetton. Kenne ich nicht. Das ist eine koordinierte Gruppe von Einheiten, um die Unternehmensproduktion quasi nachzuahmen. Es gibt nichts Heiliges an dem Konzern. Es ist nur eine bestimmte Form. Wenn wir den Konzern töten wollen, geht es hauptsächlich darum, die private Geldanhäufung zu verringern, zu verhindern. Ich würde gerne durch alle Fragen noch durchkommen und dann gibt es noch eine Handvoll. Hillary hat die Wichtigkeit der Arbeiter betont im Wandel. Wie können wir Menschen überzeugen, dass sich etwas verändern muss, wenn wir in einem System leben, das uns alle bequem hält? Wie anders als vorherige soziale Bewegungen haben die niedrigen Klassen jetzt gerade ein sehr relativ komfortables Leben. Das kommt vermutlich darauf an, wo man herkommt, wo man gerade lebt. David oder Hillary? Okay, ich würde gerne sofort darauf antworten. Ich denke, so wie Matthew es schon angedeutet hat, haben viele Menschen es nicht besonders bequem. Und ich denke, die Aufständischen, die Bewegungen, die wir in den letzten 10 Jahren beobachten konnten,
wie zum Beispiel die Indignados in Spanien oder das Movement for Jeremy Corbyn oder Bernie Sanders oder die Umweltbewegungen. Diese Organisation ist angeführt von Menschen, die vor prekären Arbeitsbedingungen stehen oder keine Arbeit haben. Von Menschen, die hohe Miete zahlen müssen, um in den Städten zu leben, in denen sie leben wollen. Wie zum Beispiel London oder Barcelona oder wo auch immer es ist. Das führt diese Menschen dazu, nach einem anderen System zu suchen und nicht nur nach einer sofortigen Lösung. Diese Unternehmen sind oft sowieso verbunden und tun sich zusammen und kämpfen gegen zum Beispiel McDonald's. Figures, you know, not people, but people. Gegen Unternehmen, die Arbeiter quasi wirklich nur für Spielfiguren nutzen, wie Arbeiter, die sie anstellen und feuern können, wie auch immer sie wollen, um Profite zu generieren. Menschen fangen also an, sich zu organisieren, um das anzugehen. Aber gleichzeitig sind sie oft Teil von Aktionen für größeren Wandel. Ich denke, dass Menschen nicht sich wohlfühlen, insbesondere jetzt mit Corona. Es ist nicht nur die Gefahr, krank zu werden, sondern auch die Gefahr, den Job zu verlieren oder keine Arbeit zu finden. Es gibt tiefe Unsicherheiten auf vielen Ebenen. Und ich denke, dass das Menschen auch öffnet dafür, über Wandel nachzudenken. Denn das ist eine Notwendigkeit. Wie verschiedene Regierungen Corona angegangen sind, war so kriminell teilweise. So auf anstrengend, unsympathisch. Und die Menschen fragen sich, was können wir machen? Und sie fangen an, Sachen in ihrer eigenen Nachbarschaft zu machen. Und das gibt ihnen eine Art Möglichkeit, gibt ihnen das Gefühl, dass sie vielleicht Teil werden können von einem größeren, von einer größeren Bewegung. Wir müssen also darüber nachdenken, welche Art politischer Organisation kann davon am meisten profitieren und kann am besten Menschen zusammenbringen und damit sie eine Art Stärke aufbauen und ein Verständnis der Situation, in der sie sich befinden. Ich denke also nicht, dass es einfach ist oder dass es eine einfache Antwort gibt. Aber wir müssen darüber nachdenken, wie wir all das zusammenbringen können. Aber Dave hat vielleicht die Antwort. Ich meine, ich stimme dir voll und ganz zu. Ich wollte ja was anderes sagen über den ersten Teil der Frage, der da wäre, wie können wir das Mindset verschieben? Ich bin nicht sicher, ob wir das wirklich müssen. Ich glaube, teilweise ist das Problem institutional, institutionell. Ein Bericht über einen Ölkonzern in Schottland sagte, dass über 80% der Arbeiter sich gerne umschulen lassen würden, um in einem neuen Sektor arbeiten zu können. Und die Hälfte von ihnen würde gerne in erneuerbaren Energien arbeiten. Und das sagt mir doch, was diese Arbeiter, wo sie gerade stehen. Sie sind offensichtlich nicht bequem, nicht zufrieden damit, wo sie gerade sind. Und ich würde damit auch nicht die Arbeiter bedrohen wollen. Sie hatten ja nicht die Wahl, was sie arbeiten wollen. Oft genug hatten sie das nicht. Es gibt eine neue schottische Investmentbank, die angeblich mehrere Millionen auftreiben soll, um industrielle Strategien in Schottland zu unterstützen, die es bisher so noch gar nicht gibt eigentlich. But at the same time, that would have been a key obvious transition of which we're talking about. Wir verboten Deutschland, Windturbinen bei uns zu bauen. Die Ölindustrien, die großen Fabrizierungshöfe
hätten alle genutzt werden können. Diese Kapazität hätte genutzt werden können, diese Technologie auszuarbeiten. Es hätte aber eine große Investition gebraucht. Es gibt einen Entrepreneur, der das gemacht hat, und der baute tatsächlich Windturbinen und setzte sich gegenüber auf Donald Trumps Golfplatz. Was sich keiner weiß, Donald Trump hat 2 Golfplätze in Schottland. Das Wichtigste war die Position der Windturbinen. Ich habe diesen Mann interviewt und er sagte, dass es zu wenig Investitionen in diese Technologien gibt. Das ist einer der Gründe, warum wir keine Windturbinenindustrie in Schottland haben oder in Großbritannien. Aber wenn man die Arbeiter in den Ölsektoren fragt, was sie machen möchte, ist es eindeutig, dass sie lieber in die nachhaltigen Sektoren übergehen würden. Ich denke, der andere Teil der Frage, wenn das ist, was ich erwarte, was es ist, dass Gewerkschaften nicht genug sein werden, um einen fairen Wandel sozusagen vorwärts zu treiben. Es wird sicherlich nicht genug sein, dass wir gute industrielle Kapazitäten aufweisen werden, das zu machen. Aber ich denke, dass Arbeiter offen dafür sind, ihre Fähigkeiten auf so eine Weise einzusetzen. Okay, also weiter. Wäre es nicht weitaus hilfreicher, für Industrien Regeln zu definieren und den Konsum der Individuen zu regulieren? Meiner Meinung nach sollten Konzerne entscheiden, wie wir konsumieren. Ja, das ist die Krux. Darüber sprach ich ja bevor, wenn man über Regulierung als Prozess nachdenkt. Wir versuchen mit dem Endkonsumenten zu arbeiten, aber das ist was anderes. Wir regulieren nicht, was investiert sein kann. Es gibt keinerlei Regulation bezüglich, wie viel Geld gemacht werden kann durch den Ausstoß von Emissionen. Aber wir haben noch kein System, wo die Produktion von schädlichen Dingen bestraft wird. Wir haben ein System, wo quasi alles finanziert werden kann. Es geht so weit, dass ich muss vermutlich nicht Wirecard gerade in Deutschland erwähnen, damit Leute erkennen, wie weit der Finanzsektor mittlerweile gegangen ist, bezüglich die Möglichkeit zu haben, Betrug ins System einzubauen. Ich denke, Teil dessen, wovon wir gerade sprechen, wir werden uns nicht von Finanz Firmen einfach losreißen können. Aber wir müssen nach Wegen suchen, wie wir die Investitionen der Öffentlichkeit regulieren können. Das ist vielleicht eine etwas vage Antwort auf die Frage. Und wir haben unseren Veranstalter verloren. Ich stimme David zu. Aber ich denke, wir müssen erkennen, wie schwierig Regulation manchmal sein kann. Wenn es einfach wäre, wenn es überhaupt möglich wäre, Konzerne zu regulieren, dann würde ich dir zustimmen. Ich meine, wir müssen andere strukturelle Wege gehen, statt nur den Konsumenten anzusprechen, weniger zu konsumieren. Aber wir müssen anerkennen, welche Macht Konzerne haben und wie gut sie Regulation ausweichen können. Regulationen sind auf jeden Fall wichtig und sollten unterstützt werden. Aber ich denke gleichzeitig, dass wir auch das Wachsen einer neuen alternativen Wirtschaft fördern sollten. Und ich denke nicht, dass eine Alternative einfach durch Solidarität und soziale und grüne Wirtschaft aufploppt. Aber es ist ein wichtiger Faktor, der durch Corona noch in seiner Bedeutung gewonnen hat. Supermarkets to actually organize
Wir konnten den Mangel an Organisationen in Supermärkten sehen. Da sieht man quasi die Fragilität dieses Just-in-Time-Systems. Es gibt sehr viele neue, lokale, grüne Essensunternehmen, viele neue Essensketten. Und da scheint es eine Aufmerksamkeit zu geben. Also ich denke, ich weiß nicht, ob Dave dem zustimmen würden, aber ich glaube, wir sollten diese alternative Wirtschaft unterstützen, damit es eine Alternative, damit es Alternativen gibt. Denn Menschen wird schon klar, welche Gefahren der Klimawandel mit uns bringt, welche Realität der Klimawandel für uns darstellt. Und Menschen erkennen auch den Ursprung von Pandemien in unserem industrialisierten Essenssystem. Also brauchen wir auf eine Art eine alternative Wirtschaft, die darauf antworten kann, auf diese Achtsamkeit und die anfangen kann, etwas Gewicht hinzuzugewinnen innerhalb unserer Städte und unserem Alltags. Ich denke, das ist eine weitere Dimension. Es ist keine Alternative zur Regulation, aber ja. Kann ich noch was Kleines hinzufügen? Ich weiß, dass wir durch die Fragen kommen müssen, aber... Mach. Also eine der Sachen, die wir niemals hinbekommen, was mich wirklich erschreckt, ist, dass wir eine voll integrierte Gewerkschaft, eine internationale Gewerkschaftsorganisation. Das ist auch, wenn wir von Lieferketten reden oder Angebot und Nachfrage von Produkten, sind wir doch alle irgendwie miteinander verbunden. Der einzige Art, wie wir aktiv werden können manchmal, wäre eine internationale Solidarität. Es gibt dafür auch gute Beispiele. Ich habe mit einer Gewerkschaft in Australien gearbeitet. Sie hieß die National Union of Workers und sie versuchten, Arbeiter in allen Schritten der Essensproduktion zu vereinen. Und der einzige Art, wie sie das wirklich machen konnten, im vollen Ausmaß, und diese Kette zu vergewerkschaften, war, indem sie in Vietnam und China Büros aufstellten, wo viele der Arbeiter herkamen. Und um das zu machen, mussten sie sehr, sehr starke Verbindungen mit verschiedensten Gemeinden aufbauen. Sie brauchten also starke Community-Verbindungen, um dann international etwas auszubreiten. Und das quasi, um die Kette zu verlangsamen und sie damit auch nachhaltiger zu machen. Ich denke, das ist ein Punkt, den wir noch nicht angeschnitten haben heute Nacht, ist, wir wissen, dass Kapital und das Konzernmodell international ist. Wir haben es aber nie geschafft, die Arbeiterbewegung auf die gleiche Art zu internationalisieren oder auch nur unsere Gemeindereaktionen auf sowas wie Krisen. Okay, ich würde mit den Fragen hier aufhören, denn ich habe verstanden, dass es 1,5 Stunden gehen wird und wir sind jetzt bei 1 Stunde und 45 Minuten. Hillary, wie wäre es, wenn du jetzt damit anfängst, dein Ende vorzubringen und dann könnte David. Es tut mir sehr leid, dass wir nicht an alle Fragen gekommen sind. Es war einfach ein sehr interessanter Dialog. Für gewöhnlich hatten wir 2, 3 Fragen. Okay, Hillary. Also erstens denke ich, die Tatsache, dass es Fragen gibt, die nicht beantwortet sind, bedeutet doch, dass Brave New Europe vielleicht diese Diskussion noch weiterführen muss. Das ist eine Sache. Zweitens denke ich, was aus dieser Diskussion hervorgegangen ist, ist, dass scheinbar jeder zustimmt, dass die Frage nicht Daves Argument angehen möchten. Wir können diese neuen Systeme nur entwickeln, indem wir experimentieren und ausprobieren. Ich denke, es muss mehr Reflexion geben bezüglich dessen, was wirklich passiert. Denn viel dessen, was passiert, geht unter dem Radar der Öffentlichkeit durch. Die Nachrichten, die Zeitungen,
es gibt quasi kein Interesse an den Dingen, die nicht medial abgedeckt werden. Einige lokalen Autoritäten in England sagen, fuck you, vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen, aber sie sagen zur Regierung, wisst ihr, ihr seid komplett hoffnungslos. Wir können uns nicht auf euch verlassen. Also werden wir unsere eigenen Sachen machen, ein bisschen ausprobieren. Manchmal würde sowas auch öffentlichkeitswirksam sein. Aber größtenteils hat nichts hiervon, so wie die Ventilationsfrage. Also ich versuchte, in den Guardian zu kommen. Manchmal schreibe ich für sie, aber sie schreiben zurück, dass es zu detailliert wäre. Dass es zu tief in die Rolle der Gewerkschaften ging. Und mein Gedanke war, das war doch der Punkt. Lass uns die Arbeiter mit einbeziehen. Aber es gibt kein Interesse daran. Es gibt kein Interesse daran, was Arbeiter oder Gemeinden machen. Ich denke, also eine Gruppe wie unsere muss darauf achten und auch öffentlichkeitswirksam darauf hinweisen, was hier wächst. Es gab eine große Feier. Ich denke, auf eine Art ist das ein ziemlich fragmentierter Also ich denke, ich werde hier aufhören. Merkt euch, kauft dieses Buch und schenkt es anderen Leuten. Okay, es ist sehr wichtig, Bücher zu verkaufen. Ich möchte eine Handvoll Dinge sagen. Zum einen werde ich erstmal sagen, was mein Lieblingsbuch ist. Mein Lieblingsbuch, ich habe es im Index eingetragen. Vielleicht kann man es nicht sehen. Der Index-Eintrag für Kapitalismus. Kapitalismus zerschlingt Natur oder Kapitalismus isst sich selbst. Das sind die beiden Einträge, die man in diesem Buch über Kapitalismus findet. Und ich denke, das sollte uns Hoffnung geben, denn Kapitalismus, er ist sich selbst. Eine der Sachen, die Corona uns gezeigt hat, ist, dass die Konzerne selber immer von uns unterstützt werden müssen. Corona hat aufgezeigt, zu welchem Ausmaß viele Unternehmen von uns, von Regierungen, mit unserem Geld über Wasser gehalten werden. Hillary hat auch sehr klar dargestellt, wie der Mehrwert, den wir herstellen, genutzt wird, um diese Unternehmen über Wasser zu halten. Deswegen haben diese Ausfallzahlungen in Großbritannien kaum ihre Ziele erreicht. Die Kredite gingen an die falschen Orte. Die Ausfallzahlen gingen eher an die Manager. Also ja, Kapitalismus frisst sich selbst. Und wenn wir eine Bewegung aufbauen können, dann sind wir diejenigen, die davon auch die das auch nutzen müssen. Und wir müssen machbare Alternativen aufbauen. Denn das kommt nicht von den Menschen, die in Firmen investieren, die von uns finanziert werden. Okay, dann würde ich gerne nochmal euch beiden sehr von Herzen danken, dass ihr hier teilgenommen habt an dieser sehr interessanten Diskussion. Eine Frage für unsere Öffentlichkeit, für unser Publikum, denn ich bin sehr froh, dass es so viel Interesse hieran gab. Wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, dass das nächste Webinar mit Gary Young wäre über Black Lives Matter und Europe. Und Europa. Andererseits habe ich gerade gesehen, wie interessiert ihr wart. Eine andere Möglichkeit wäre also, Yorgos Kalls und Jason Higgle einzuladen, die beide gerade Bücher über das Zurückstellen von Wachstum geschrieben haben, um eine ähnliche Diskussion wie diese weiterzuführen. Wir sind also sehr demokratisch hier. Ich würde euch also einfach unsere E-Mail-Adresse geben. Das ist info@
bravenew-europe in einem Wort.com. Ihr könnt uns kontaktieren und sagen, was euch lieber wäre als nächste Event, das im November stattfinden würde. Ich würde das schnell auf Deutsch machen, falls Lea nicht alles mitbekommen hat. Lives Matter in Europa. Oder wir könnten dieses Thema fortsetzen, indem wir Yorgos Kallis und Jason Hickel die zwei verschiedenen Bücher, also Yorgos mit anderen Autoren, die haben beide Bücher über Degrowth gerade herausgebracht. Wir könnten die auch zusammenbringen in eine Veranstaltung. Schreibe uns ganz kurz, was Sie gern hören möchten, dass wir info@bravenew-europe in einem Wort .com. All right, once again, thank you very much. Nochmal danke, vielen Dank. Ich weiß, dass es etwas spät geworden ist. Und ich würde auch nochmal gerne meine Meinung hinzufügen. Ich glaube, dass Ecocide ein Buch ist, das es wirklich lohnt zu lesen, denn diese Diskussion muss wirklich geführt werden und muss auch in die Öffentlichkeit finden. Alte Regierungen in Europa kommen zurück mit ihren profitorientierten kapitalistischen Systemen. Wir sehen, wie Konzerne mit Steuergeldern gerettet werden, und zwar wirklich gerettet, wie zum Beispiel die Luftfahrt. Eine von denen haben Dividenden gezahlt und nutzen dann das Geld, um ihre Angestellten zu feuern. Und das ist, ich glaube wirklich nicht, dass das ist, was wir uns vorgestellt haben, bezüglich dessen, wie diese Mittel genutzt werden sollen. Es gibt sehr viel Gelder, die gerade an Fluglinien gehen, die genauso gut in andere öffentlichen Transportmittel, wie zum Beispiel Zugnetze, gesteckt werden könnten. Denn selbst die Fluglinien sind Zombie-Corporations, Zombie-Konzerne. Warum unterstützen wir die Zombie-Konzerne? Aber das ist genau das, was die neoliberalen Regierungen aktuell machen. Also lest das Buch, und ich denke, das ist, wo diese Diskussion auch hinführen muss. Was wollen wir? Das ist viel wichtiger, als zu sagen, was die Regierungen machen, ist Tapetenkleister. Und hier würde ich dann auch die Diskussion beenden. Vielen Dank nochmal an alle, auch ans Publikum. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass wir nicht alle Fragen durchgehen konnten. Und ich hoffe, dass wir uns im November sehen. Bye.